Meine Mutter hatte einen Onkel mit dem Namen Albert. Das war ein richtig abenteuerlustiger Mensch. Es wird erzählt, dass er in seiner Jugend fantastische Reisen unternommen hat. Er durchquerte die Ozeane und ferne Länder, in denen es seltsame Tiere gab. Angefangen vom Monster von Komodo über Timbuktu, Sansibar bis hin zur Insel von Takao. Er hat alles gesehen, ja sogar die Meeresschlangen, das Teufelsauge und Feuerland. Er kannte eine Menge wahre Geschichten, Tricks von Forschungsreisenden und Seemannsgeschichten. Manchmal fragt man sich jedoch, ob er nicht etwas hinzudichtete. Wenn er Reiseerinnerungen vom Dachboden holte, dann sprach sie das unter allen Kindern im Dorf schnell rum. Er hatte in seinem großen Koffer viele merkwürdige Dinge. Talisman als Glücksbringer, Riesenteranteln, Buschmesser aus Amazonien. Er besaß auch eine afrikanische Buschtrommel, auf der er manchmal spielte, um ein wenig Eindruck zu schinden. Irgendwann einmal muss ich auf den Dachboden steigen. In seinem Album sind wertvolle Seiten, die man sich mit Sicherheit einmal näher ansehen muss. Durch seine ganzen Reisen in alle Himmelsrichtungen musste Albert sicherlich ganz schön viele Geheimnisse kennen. Hallo, ich freue mich sehr, endlich Besuch zu bekommen. Mein Name ist Tom. Seit Jahren lebe ich sehr glücklich in diesem Notizbuch. Seit einiger Zeit geht alles kaputt. Wie du siehst, fangen die Blätter an zu verfaulen. Hier ist es kalt und feucht. Wenn das so weitergeht, wird dieses Notizbuch ganz und gar von den Kellerasseln und Wanzen aufgefressen. Du musst mir unbedingt helfen. Klick zuerst auf die Trillerpfeife. Über sie kannst du mit mir in Verbindung bleiben. Also, wenn du Hilfe benötigst, dann brauchst du nur auf die Trillerpfeife zu klicken, die eben unten erschienen ist. Jetzt musst du das Notverfahren auslösen. Warte, ich erkläre es dir. So, räum die Papierblätter weg und leg den Hebel um, der darunter versteckt ist. Ich bringe mich in Sicherheit. Tschüss und vergiss nicht, die Trillerpfeife zu benutzen, falls ein Problem auftritt. Achtung, Großalarm! Das Notfallprogramm wurde gestartet. Keine Zeit zu verlieren. Hör gut zu, mein Freund. Dieses wertvolle Notizbuch ist in Gefahr. Zum Glück habe ich vorgesorgt. Du wirst um die Welt fahren müssen, um das Geheimnis zu lüften, mit dem du das Notizbuch retten kannst. Aber ich habe keine Zeit, dir mehr darüber zu erzählen. Du musst allein zurechtkommen. Ach, fast hätte ich es vergessen. Nimm das Pergament und leg es neben das Buch auf den schwarzen Hintergrund. Du wirst es schon bald brauchen. Viel Glück und gute Reise. Du bist in Marseille, dem Ausgangspunkt deiner Weltreise. Nimm den Fotoapparat, er wird dir auf deiner Reise von Nutzen sein. Dein erstes Ziel ist Istanbul. Aus Sicherheitsgründen wird die Reiseroute geheim gehalten. Wenn du den Weg gefunden hast, musst du ihn einfach auf der Mittelmeerkarte einzeichnen. Ach, was ich noch vergessen habe.
Nimm die Lesezeichen zu Hilfe, die du oben und unten auf den Seiten findest, wenn du in dem Notizbuch blättern willst. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Du hast den Fotoapparat benutzt. Klick auf sein Bild unterhalb des Notizbuchs, um ein neues Foto zu machen. Ein Objekt oder ein Tier wurde aufgenommen, wenn am Bildrand der Text erscheint. Es führt nur ein Weg nach Istanbul. Der, den dir die Möwen weisen. Bravo, mein Freund. Hier befindest du dich in den Bootshäusern am Hafen. Das Schiff nach Istanbul fährt erst ab, wenn es beladen ist. Zuerst müssen die Kisten mit den Bomben beseitigt werden, indem die Weiche am oberen Bildschirmrand gestellt wird. Wenn die ausgewählten Kisten wieder erscheinen, musst du sie schnell abstempeln, bevor sie wieder durch die Falltür verschwinden. Achtung, die Zeit ist begrenzt. Klicke auf die Uhr, um zu starten. Beladen beendet. Kurs auf Istanbul.